Bestes Spiel gewinnt hier die Oberhand. Das ist die Frage, die sich sicherlich alle, Sie zu Hause und auch die 13.000 hier auf dem Center Court stellen. Agassi hat die Wahl gewonnen und hat erstmal vorgezogen, den Aufschlag von Becker abzuwarten, anzunehmen. Also für Boris Becker geht es darum, gut reinzukommen, gut zu starten. Das Feuer, das er noch in dem langen Satz gegen Piolin hatte im fünften Satz, dass er das nicht hat ausgehen lassen und hier mit auf den Center Court gebracht hat. So, jetzt geht's los. Zweites Halbfinale. Wer wird Gegner von Sampras? Becker schlägt auf. 15 love. Das wird nicht der letzte Doppelfehler bleiben, denn Becker muss natürlich Risiko eingehen beim ersten, auch dann besonders beim zweiten Aufschlag, wenn er nicht die Aufschlagreturns von Agassi um die Ohren geschlagen bekommen will. Als wollten die beiden das noch einmal durch ihre Aktion illustrieren. Zweiter Aufschlag und Agassi mit dem wohl besten Aufschlag-Return auf der Tour. 15:30. Das war sicherlich anders gedacht. Gleich zwei Breakchancen. Der Auftakt war gut, das Ass zum 15:0. Zweiter Doppelfehler. Becker hat was riskiert, ist daneben gegangen. Ein schnelles Break für den Weltranglisten Ersten. Der Versicherungsschutz beginnt mit Einlösen. Wenn Sie null Ahnung haben, bei welcher der 30 Versicherungen Sie am besten fahren, sollten Sie eines beachten. Unter Telefonnummern, die mit 0130 beginnen, gibt es Service zum Nulltarif. Und mit Sicherheit eine Antwort auf Ihre Fragen. Unternehmen, bei denen Sie auf Nummer sicher gehen, haben 0130. Absolut Service, Nulltarif. Geschmack, der das Einfache besonders macht. Gerolsteiner, der Stern guten Geschmacks. Als Raucher nehme ich Correga Rauchertabs zur Pflege meiner Dritten. So spiele ich gern mit dem Feuer. Mit Correga fühle ich mich gepflegt, vom Kopf bis zu den Zähnen.
Was ohnehin schwer werden wird, wurde natürlich durch diesen schnellen Aufschlagverlust nicht leichter, die Aufgabe für Boris Becker. 1-0, Aufschlag Agassi. Ja, Überraschungsmoment, sicherlich für den Amerikaner. Becker machte überhaupt keine Anstalten, nach vorne zu gehen. Ich glaube, die Mischung wird ausmachen. Sehr geschickt von Becker. Er gerade noch rangekommen beim Return. Nicht ganz sauber getroffen, aber auf die Linie. 30 beide. Also Becker ist voll da. Gutes Auge. Becker ist voll konzentriert, auch nicht geschockt durch den Aufschlagverlust. Da sieht man meist in seinen Augen, in seinem Gesicht, eine Chance zum Rebreak. Drei gute Aufschläge bringen Agassi das Spiel. Der Aufschlag ja nicht zwingend seine Stärke. Hat mal scherzhaft gesagt, na, mein Aufschlag ist ja nicht so doll, da muss ich mich halt auf die anderen Dinge voll konzentrieren. Aufschlag Return, der ist ja auch nicht ganz unwichtig im Tennis, besonders auf Rasen. Und er ist drin. Das ist schon toll, was Agassi kann, was er macht. Auch Politieri gibt ja heute noch zu, dass sein ehemaliger Schützling das beste Auge und die besten Hände hat im Tennis. 15-30.
Station. Wenn Becker vor kann, dann muss er heute schnell sein. Spritzig. Druck machen. Tiefe Bälle spielen. Bei den Volleys. 30 beide. Das erste Spiel für den dreimaligen Champion Boris Becker. 1-2 aus seiner Sicht, gleich wieder auf Schlag Agassi. Super Wind und ein heißes Board, das ist es. Ein bisschen Kondition, okay, aber Spaß muss dabei sein. Und zum Frühstück gibt's Sachen, in denen noch was drinsteckt. Wenn sie richtig schmecken, wie Nutella. Mit kräftigen Haselnüssen und dem Besten aus der Milch. Da steckt noch was drin und es schmeckt einfach sensationell. Deswegen surfe ich nicht besser, aber mit Nutella bist du einfach besser drauf. Man schmeckt, was in Nutella steckt. Ständig im Rampenlicht. Keine ruhige Minute. Jetzt. Persona intensiv durchgehe. Power pur. Neu, das Persona intensiv durchgehe. So, es kann weitergehen. Unsere TED-Umfrage ist übrigens abgeschlossen. Wer gewinnt dieses Duell? Wir haben eine Umfrage gemacht. Rund 100.000 haben mitgemacht. 61% sagen Boris Becker und dann logischerweise 39% sagen Andre Agassi. Zwischen das erste Ass für Agassi, 15-0. Also vielleicht sollte man das noch auf einen Zettel schreiben und dem Boris noch zustecken, dass so viele ihm das zutrauen und vielleicht noch mehr ohnehin die Daumen drücken. Aber Dick Brick zurück. Becker hat gesagt, es wäre dumm, gegen den besten Grundlinienspieler der Welt hinten zu bleiben, aber wenn Agassi wie eben ein Ass schlägt oder eine solche Länge in seinen Bällen hat, dann bleibt natürlich keine Chance, überhaupt an irgendeinen Angriff zu denken. Beste Punkt von Becker bisher. Halbvolley, einfach die Vorhand reingesteckt, rüber geschaufelt, unerreichbar für seinen Gegner. Ja, er spielt zu genau. Wenn der Return nicht lang kommt, nicht hart kommt, Agassi ist auch schnell genug. Und damit das 3-1 für den Sieger von 92. Und der Return einzigartig, phänomenal.
sie an der Schnur gezogen. Ja, da ist jeder chancenlos. Und der Aufschlag war wirklich nicht schlecht. Cristino. Die Frage drängt sich bei solchen Aufschlag-Return-Stägen immer wieder auf, kann man sowas üben? Oder ist sowas angeboren? Ganz kurze Ausholbewegung, ansatzlos. Spielzecker mal einen Kick. Die Rückhand. Dennoch geht der Punkt an den Amerikaner. Dritter Doppelfehler von Boris. Zwei Doppelfehler wurden ihm im ersten Spiel zum Verhängnis. Barbara, seine Frau und Mike De Palma, rechte Hand oder linke Hand, weiß ich nicht, von Nick Politieri auf jeden Fall, der Trainingspartner von Becker. Bricht Chance, Agassi. Den Doppelfehler mit dem dritten Ass ausgebügelt. Und noch ein Ast obendrauf. Rechtschance abgewehrt, war völlig in Ordnung, diese Entscheidung. Und damit also 3-2. Jetzt diskutiert Becker kurz mit Mike Morrissey. Ich weiß nicht genau, was es geht. Vielleicht um den klagenden Blick von Agassi. Auf jeden Fall, Becker bleibt dran, 2-3. Wir sind gleich zurück. Hier haben wir noch einmal diese Szene. Da wollte wohl Agassi Fehler gesehen haben. Meines Erachtens voll auf der Linie. Er geht auch gar nicht hin, um ihn zu spielen. So, keine Pause, wir sind gleich zurück. Das Schönste auf der Welt ist ein eigenes Zuhause. BHW, der Baufinanzierer. Für eine ausgewogene Ernährung sorgen Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate.
In der Royal Box, Sie sehen es oben. Einige Herrschaften etwas spät gekommen, deswegen kleine Verzögerung. Jetzt Agassi, 3-2, Break vor und Aufschlag im ersten Satz. Ja, und der geht rüber. Love the team. Nicht gut vorbereitet vom Becker, steht hier weit hinter der Grundlinie und spielt ihn genau auf die Vorhand, ausgerechnet auf die auch noch von Agassi. Das war besser. 15:30. Gut, dass Becker hier die Ruhe bewahrt, trotz des Rückstandes. Eine Breakchance hat er gehabt bei Aufschlag seines Gegners. Damit muss Becker rechnen, wenn der Amerikaner hier diese Winkel spielt. Eindeutig dominiert dieser Ballwechsel von Andre Agassi. Damit Spielball zum 4-2. Ja, das kostet Kraft. Game Agassi. 4-2 Agassi. Agassi leads 4 games to 2. Die Bilanz der beiden 8-3 für Agassi. Die ersten drei Matches in den 80er Jahren hat Becker gewonnen. Und seit dem letzten Sieg beim Masters in New York 89 hat Becker 8-mal verloren. Also da gilt es noch eine Scharte auszuwetzen, aber Agassi kommt ans Netz, will wohl fragen, alles in Ordnung. Becker winkt ab, ja, ja, nicht so schlimm. Ja, dann am Tee ausgerutscht. Den Weg nach vorn, dieser große braune Fleck, da ist kaum noch Rasen. Unwiderstehlich Agassi, der natürlich, das darf man auch nicht vergessen, bei diesen trockenen Meisterschaften hier, jetzt auf einem Hartplatz-ähnlichen Belag hier spielt und dadurch natürlich gewaltig im Vorteil ist. Trockener Boden, Bälle springen ziemlich hoch ab. Und ein weiterer Doppelfehler von Becker. 0:40. Da scheint der erste Satz dahin zu gehen.
15-14. Becker hat zwar auch eine ansehnliche Zahl von Assen geschlagen im Verlaufe dieses Turniers, bisher insgesamt 81, aber Becker ist auch mit 48 Doppelfehlern aus den fünf Matches zuvor in diese Vorschlussrunde gegangen. Erneutes Break und Agassi steht kurz vor dem Gewinn dieses ersten Satzes. 25 Minuten gespielt, gleich hat der Amerikaner Aufschlag. Agassi leads 5 games to 2, first set. Das Schönste auf der Welt ist ein eigenes Zuhause. BHW, der Baufinanzierer. Sensodyne klärt auf. Liegen Zahnhälse frei, sind sie schmerzempfindlich. Es droht Zahnhalskaries. Sensodyne schützt doppelt gegen Schmerzen und Zahnhalskaries. Sensodyne lässt Schmerzen und Karies abblitzen. Agassi kann den ersten Satz nach Hause bringen. Es ist übrigens Ortszeit hier 16.27 Uhr, deutsche Zeit 17.27 Uhr. Und in dieser Minute vor 10 Jahren, da gewann Becker sein erstes Wimbledon-Turnier. Und sein Gegner von damals, Kevin Curran aus Südafrika, der lange Zeit für die USA spielte, der sitzt hier von mir, 8-9 Meter entfernt, in einer Kommentatorenbox des südafrikanischen Fernsehens und kommentiert dieses Spiel 10 Jahre nach seiner Niederlage. Vielleicht noch ein Satz zu Kevin Curran, während hier gespielt wird. Er hat gesagt in einem Interview mit Christian Eichler von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das Problem von Becker ist, dass er einen Schritt langsamer ist als vor 5 Jahren. Aber er kann gewinnen, aber da muss alles stimmen. Zum Beispiel hier das Volleyspiel. Und noch ein Zitat von Kevin Curran. Becker ist halt älter geworden. Er ist erst 27, aber er ist ein alter 27-Jähriger, kein Junger. 0:30. 15:30. Den Auftrag der Becker really long, wirklich lang ausgesehen haben. Mike Morrissey aus England, im letzten Jahr Finalschiedsrichter hier, ein erfahrener Mann. Sie hatten schon mal Probleme mit den Aufschlägen. Erinnerst du dich daran, meint Becker zu Morrissey? Becker lässt den Kopf nicht hängen, liegt zwar 2 Breaks zurück, aber kann sich jetzt zumindest einen Aufschlag wiederholen. Das ist wichtig, dass man auch mal einen Break wieder schnuppern kann. Breakchance Becker. Und eiskalt mit dem zweiten Ass zunichte gemacht. Solche Bälle spielen sich natürlich mit einer 5-2-Führung im Rücken ein bisschen leichter, als wenn er mit dem Rücken an der Wand stünde.
Becker von hinten, Agassi, an der Grundlinie stehen, passierend. Ja, war genau auf den Tee. Becker kurz nach, aber das war korrekt. Und mit diesem dritten Ass von Agassi haben wir den ersten Satzball. Gute Länge bei Becker in den Grundschlägen. Auch riskant. Satzball abgewehrt. Gute Ballwechsel. Man kann sich nur fragen, was wäre gewesen, wenn Becker nicht diesen Fehlstart gehabt hätte, unter anderem mit zwei Doppelfehlern. Breakchancen hat er gehabt, jetzt heißt es wieder Einstand. Und das gleiche wieder, den will Becker, spielt ihn gar nicht richtig zurück. Schalt die Maschine aus. Jetzt weiß ich nicht, ob er den Schiedsrichter meinte oder die Maschine. It stinks again. Dritter Satzball. Und dann also doch. Becker hat noch einmal drei Breakchancen gehabt. Insgesamt vier an der Zahl in diesem ersten Satz. Hat keine genutzt, der Deutsche, und vielleicht zahlenmäßig ein bisschen zu deutlich, aber ich glaube, die leichte Überlegenheit gerechtfertigt Satzgewinn für Agassi. Der zweite Durchgang. Eben hat Agassi mit Morrissey diskutiert auf 20 Meter Entfernung. Also die Maschinen sind wohl abgestellt. Eine ist, funktioniert nicht richtig. Und daraufhin wollte Agassi wissen, welche. Dann sagt Morrissey, spielt keine Rolle, ich habe sie beide abgestellt, also ohne den Zyklopen. Und jetzt macht Agassi hier noch Spaß. Showman Agassi.
Becker bemüht, konzentriert zu bleiben. Erstes Spiel, zweiter Satz, 15-0. 13-0. So muss der Aufschlag kommen. Gleich den ersten. Dann kann Becker hier vielleicht das Blatt wenden. 14-0. Kommt der Satz. Dieses erste Spiel im zweiten Durchgang für Becker. Ja Mensch, hätte er doch so aufgeschlagen zu Beginn des Matches, aber hier ist noch lange nichts verloren. Wir sind gleich wieder für Sie da. Hallo? Kann ich? Mike Morrissey, es gab übrigens keine Diskussion zwischen Spieler und Schiedsrichtern. Hat gesagt, time. Und hier haben wir mal, was sich hier getan hat, für Sie aufgezeichnet. Vier, fünf Herren sind immer auf dem Platz und versuchen die rausgetretenen Grasboden Teile wieder festzustampfen. In drei Tagen hat dieser Center Court wieder für 50 Wochen Ruhe. Love 15. Da wollte Becker Chip and Charge spielen. Also über die Rückhand war das. Das habe ich ja zumindest gedacht. Game Agassi. Gutes Aufschlagspiel von Agassi, der nicht so hart aufschlägt wie Becker, aber natürlich sich die Winkel aussucht, extrem mit viel Schnitt auch spielt, dann wieder glatt, wie beim vorletzten Aufschlag, glatt aufs Tee, auf die Vorhand von Becker. Also er mischt das gut. 1-1 im zweiten. 15-0. Becker
Beckers erste Aufschläge jetzt immer so um die 200 Stundenkilometer schnell. Aufschlaggeschwindigkeit wird nur hier auf dem Center Court gemessen. Klasse. Ein guter Auftakt von Becker. Kann man nicht meckern. 15:40. Fast ansatzlos. Rückhand cross. Breakchancen. Zwei an der Zahl. Und da täuscht sich Becker, der Ball sollte ins Ausgehen, tat er nicht. Break, 2-1 Führung, Agassi. Von D1 gibt es einen neuen Business-Tarif, Hotel D1. Gut fürs Geschäft. Das Schönste auf der Welt ist ein eigenes Zuhause. BHW, der Baufinanzierer. Versteckt wie immer hinter einer Sonnenbrille. Satz vor, Break vor, Aufschlag Agassi. Bei den Damen wird es ja morgen ab 15 Uhr 1 gegen 2 in der Welt heißen. Steffi Graf gegen Sanchez Vicario. Alles war gut. Und so wie es hier aussieht, ist Gleiches auch am Sonntag bei den Herren möglich. Sampras, die Nummer 2 der Weltrangliste, ist im Endspiel. Wenn Agassi so weiterspielt, wird er sich dazu gesellen. Drei Punkte gespielt. Ein sehr guter, zwei nicht gute. Das reicht nicht gegen Agassi. Der war wieder gut. Davon wollen wir mehr sehen. Game Agassi. Weit hinaus auf die Rückhand von
Boris, der da doch so ein ganz klein bisschen, glaube ich, täusche mich da nicht, so ein ganz klein bisschen anfängt zu resignieren. Stand da gar nicht richtig, hatte zwar Zeit hinzugehen, aber ...45 Minuten, Dreiviertelstunde gespielt. Der Beifall galt dem Return, war aber Fehler gerufen worden. Unerreichbar. Love 30. Aufschlag von Becker eigentlich okay. Den Doppelfehler mal abgesehen, fast 70% erste rein, aber die Returns von Agassi unnachahmlich, bereits 8 direkte Gewinnpunkte mit dem Aufschlag-Return. Ja, er ist schnell, hat ein gutes Auge und wohl mit die beste Hand, wartet lange. Guckt auch hier, wo ist der Gegner. Und jetzt läuft Becker endgültig Gefahr, ohne dass er bisher schlecht gespielt hat, hier in einen vorentscheidenden Rückstand zu geraten. 0:40. Ja, er macht aus jeder Situation, was er will. Bisher, das muss man, wir haben uns sicherlich was anderes gewünscht, sagen, eine erste kleine Lehrstunde für Boris Becker. Anke Huber, auf dem Weg zur Arbeit. Was ist dir wichtig? Ich muss vor allem locker und unbelastet ins Match gehen. Deshalb mache ich vorhin ein leichtes Trainingsprogramm. Bisschen Laufen, leichtes Stretching und lockeres Schlagtraining. Und dann esse ich noch eine Kleinigkeit. Natürlich, was das leicht schmeckt, nicht belastet, wie die Milchschnitte. Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Aus Weizenmehl, Butter, Zucker, Honig und vor allem Milch. So, jetzt kann's losgehen. Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Was Friesland so unverwechselbar macht, ist sein herber, ursprünglicher Charakter. Wie das Land, so das Jever. Jever Pilsner. Friesisch herb. Da sind wir wieder. Ich weiß nicht, ob wir Ihnen zeigen können. Die Augen von Becker beim Seitenwechsel eben. Ich sagte ja, die Augen sind der Gradmesser. So saß Becker fast eine Minute lang. Unglaublich jedenfalls, was Agassi hier spielt, was er zurückbringt, wie er passiert, wie er retourniert. Bisher Agassi und nur Agassi. Das war eben mal ein kleiner menschlicher Zug von Agassi, ein Fehler.
Der war draußen. Guter Ballwechsel. Ich sagte es, Becker spielt nicht schlecht. Eben hat er mal besser gespielt als Agassi und zwei Breakchancen. Becker liegt zwei Breaks zurück. Ja, die spielt er blind. So was kann man nicht üben. Noch eine Breakchance, Becker. Schauen Sie sich Boris an, als hat er diese Partie gewonnen. Na, vielleicht. Zum ersten Mal nimmt er eine Breakchance wahr. 2-4. Vielleicht beginnt er für Becker jetzt das Match. Fast eine Stunde. Becker zu 0. 3-4 hat er hier eine Aufholjagd gestartet. Gleich mehr. Sensodyne klärt auf. Liegen Zahnhälse frei, sind sie schmerzempfindlich. Es droht Zahnhalskaries. Sensodyne schützt doppelt gegen Schmerzen und Zahnhalskaries. Sensodyne lässt Schmerzen und Karies abblitzen. Der Klassiker. Den konnten wir nicht besser machen, nur schneller. Aspirin direkt von Bayer. Der Turbo gegen Kopfschmerzen. Einfach kauen. Ohne Wasser. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Es soll ja immer noch Leute geben, die sich beim Spülen fast die Finger verbrennen. Sie glauben, dass so hartnäckiger Schmutz nur mit viel Spülmittel und ganz heißem Wasser abgeht. Dabei gibt's doch viel. Damit geht's leichter. Da reicht schon ganz wenig. Und lauwarmes Wasser. Denn Pril hat höchste Spülkraft. Wir tauchen diese stark verschmutzte Auflaufform ins Spülwasser. Wischen kurz drüber. Sauber. Wie heiß gespült. Pril und Pril Supra. Sauber wie heiß gespült. Der drittletzte Tag der 109. Championships, wie diese Meisterschaften von Wimbledon so bescheiden und kurz genannt werden. War anfangs wolkig heute, aber jetzt strahlender Sonnenschein hier über London. Und es wird, wenn man den Wetterfröschen Glauben schenken darf, keinen Extratag hier geben. Es soll am Wochenende hier wieder heiß werden. Und allein diese Wettermeldung dürfte einen Spieler wie Andre Agassi vorstimmen. Und da hat er
Die weiße Weste. Zum ersten Mal bekleckert, der erste Doppelfehler. Der war draußen, 30 beide. Na, noch liegt Becker ein Break zurück. Den Beifall hat sich Becker verdient. Becker hängt sich rein. Schöner Halbvolley und dann am Netz stehen, endlich mal wieder vorn. Den Punkt machen. Vor. Und er erarbeitet sich die Breakchance. Die Chance ist da für Becker, ins Match zurückzukehren. Thank you. Ist zurück. Zwei Breaks, 1-4 lag er zurück und jetzt heißt es 4 beide. Respekt. Einige erste Fehler bei Agassi, der ja zuvor bis zum 4-1 nahezu unmenschlich hier gespielt hat. Und gut, dass Becker da sich bei 4-1, als wir Ihnen das zeigten, das Bild beim Seitenwechsel mit dem Handtuch auf dem Kopf, vielleicht hat er da gesagt, mein Gott, das kann es doch an diesem Jubiläumstag nicht gewesen sein. Pitino. Yeah.
Jetzt uns Rad noch auf die Linie. Erster Aufschlag noch einmal für Becker. Ganz nicht im Bild, aber Agassi hält sich die Hand vor den Kopf, vor die Augen. Als wenn er sagen wollte, wie kann ich so einen viel zu kurzen Lob gegen den 1,90 Mann Becker spielen. So, das vierte Spiel in Folge für Boris Becker. 5-4 seine Führung. Mal sehen gleich, ob Agassi Wirkung zeigt. Becker leads 5-4. Ladies and gentlemen, please suspend. Have a break. Have a Kit Kat. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Der Klassiker. Den konnten wir nicht besser machen. Nur schneller. Aspirin direkt von Bayer. Der Turbo gegen Kopfschmerzen. Einfach kauen. Ohne Wasser. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Agassi gegen Boris Becker. Das allererste Mal gab es die Partie in Südkalifornien, 88, Indian Wells. Damals im Halbfinale. Ich habe diese Partie gesehen. Becker gewann 4-6, 6-3 und 7-5. Eins der besten Spiele auf der gesamten Herrentour in jenem Jahr 88. Und damals beim Shake Hands am Netz, da sagte Becker zu Agassi, ich hoffe, du wirst nicht besser. Den Gefallen hat Agassi ihm nicht getan. Der Linienrichter sagt aus. Morrissey sagt, er war gut. Ball soll wiederholt werden. Noch mehr nach aus. Die beste Sicht hat natürlich der Linienrichter. Guter tiefer Angriff von Becker. Jetzt soll der drüben bei Agassi aus gewesen sein. 15 beide. Die Grundlinie ist natürlich, obwohl sie fast 10 cm breit ist, ziemlich zertrampelt. Also wir wollen mal den Damen und Herren Linienrichter und Richterinnen zugestehen, dass sie hier nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Ah, der wird passen, jawohl. Ein rauschender Beifall für Becker. Muss man natürlich vielleicht auch mal erklären, auch wenn es mal heißt, Agassi ist der Publikumsliebling. Natürlich im unteren Bereich, wo 2000 Karten jeden Tag verkauft werden. An Jugendliche. Aber oben sitzen die Dauerkarteninhaber. Die Herrschaften, die schon seit 10 Jahren Becker zuschauen und ihm Applaus zahlen.
Becker wollte da zurück, rutscht aus. Ja, aber Becker ist auf 2 Punkte am Satz dran, bei 30 beide. Wir sehen das nochmal, was war der Grund? Auf die Füße achten. Ja, da wollte er nach hinten, da war es wohl ein bisschen stumm. 5 beide. 1 Stunde und 6 Minuten gespielt. Love pity. Das war mal wieder Becker, wie er lebt und lebt. Guter Aufschlag. Erster Volley und dann mit dem zweiten. Den Punkt 15 beide. Übersicht von Becker, lässt Agassi marschieren, dann setzt er den Punkt. Auf die Linie. Auch hier wartet Becker wieder lange. Jetzt ärgert sie sich in der Mitte seiner Platzhälfte da versammelt hatte. 2 Spielbälle zum 6-5. Der wird ins Ausgehen. Spiel Becker, 6-5 die Führung. Gleich ist wieder der Amerikaner gefragt beim Aufschlag. Wir haben hier an Bord junge internationale Gäste. Sie wollen ihren Urlaub unbeschwert genießen, auch kulinarisch natürlich. Deshalb bieten wir eine anspruchsvolle, leichte Küche. Top-Niveau, aber ganz bewusst ohne schwere Zutaten. Wie Raffaello, ganz bewusst ohne Schokolade. Zartes Kokos, weiße Mandel, leicht geschlagene Milchcreme. Et voilà, ein traumhafter Sommergenuss. Apropos, unser Chef de Cuisine serviert Raffaello leicht gekühlt. Raffaello, une saveur d'été magnifique.
Light Happy. Kaffee Onko. Schmeckt harmonisch? Stimmt harmonisch. Ist das nicht immer wieder schön, im Wohnzimmer von Becker, wie er es selbst nannte, zu Gast zu sein? Da wird er 50 Minuten lang in zunehmendem Maße von ihm, von Agassi, in Grund und Boden gespielt, fast eine Lehrstunde. Und dann der Ruck durch Becker, Aufholjagd, zwei Breaks aufgeholt. Jetzt wird er 6-5 und schnuppert am Startausgleich. Love 15. Volle Pulle von Becker. Unglaubliche Länge und Präzision. Jetzt in den Schlägen des Deutschen. Und 0,30. Hinter der Hand versteckt sich Brooke Shields. Hat die Hand gezittert eben. So gut, dieser Passierschlag. 15-13. Passierschläge übrigens, die Gewinnschläge gleichermaßen mit Vor- und Rückhand. Becker wieder 2 Punkte vom Satz entfernt, 30 beide. Fault. Spiel für Agassi, 6, beide, hat er sich gut erholt von diesem 0-30. Zweimal das Fluchen von Becker haben sie gehört, nicht im Bild gehabt, aber das hat ihn schon geärgert eben. Besonders dieser Stopp da, dieser Stoppversuch von der Grundlinie mit der Rückhand. Vergessen, Tiebreak, zweiter Satz. Odin will Agassi ausgesehen haben. Ich glaube, der war auch draußen. Macht den Punkt trotzdem. Ich glaube, das war ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn die BBC da nochmal die Zeit drüber einspielen würde. Also der Herr auf der Grundlinie scheint wirklich. Dieser Ball war es nicht. Zu spät. Das war bereits der Passierschlag. Also das ist schon in Ordnung. Der Ball war eine Handbreit hinter der Grundlinie. Becker. 3-1, Becker.
4-1 Becker. Und wenn wir heute dieses Spiel angetrailert haben, Reklame gemacht haben und es das Duell der Giganten genannt haben, genau dahin entwickelt sich diese Partie jetzt. Becker ist ins Match zurückgekehrt. Und Becker marschiert. Jetzt gelingt ihm alles. Der 40. Netzangriff von Becker. 5-1 Becker. Und zum 27. Male ist Becker erfolgreich. Volley Stop. 5-1. Gar nicht einmal hart die Returns, aber wirkungsvoll und Fehler. Agassi. Ich habe es vorhin gefragt. Er zeigt Wirkung. Boris Becker hat 5-mal Satzball. 6-1 Führung. Gleich 1-1 in den Sätzen. Boris Becker hat fast eine Stunde gebraucht, um ins Spiel zu kommen, aber jetzt ist er drin. Hallo? Katrin. Tja, wenn Ihr Film nur Pepperoni sieht, dann hat er Tomaten auf den Augen. Kodak Gold, der Klick Farbe. Effi Graf. Im Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario. Morgen live ab 15 Uhr. Hier sind wir im zweiten Halbfinale der Herren. Agassi eröffnet den dritten Satz 1-1 in den Sätzen. Und Sie können es mir glauben, so laut habe ich bei einem Seitenwechsel das Publikum noch nie gehört. Ein Raunen förmlich hier unter den 13.000. Da gab es ja auch jede Menge zu diskutieren. Becker's comeback. Victino. Thank you.
Agassi diskutierend mit Morrissey, fragt, wie zuvor, wenn Entscheidungen seinen Aufschlag angehen, getroffen werden. Wie war der Ball? Als Fehler beim Aufschlag, war zu lang, war draußen eigentlich nicht nett, denn er nimmt so ein bisschen doch den Spielfluss raus. 1-0 im dritten für Agassi, gleich ist Becker wieder dran. Von D1 gibt es einen neuen Business-Tarif. Hotel D1. Gut fürs Geschäft. Nirgendwo sonst gibt es eine bessere Pasta als in Italien. Jeden Tag anders. Jeden Tag Barilla. Pasta Barilla. Heute schon gut gegessen? Die Revolution im Sonnenschutz von Laboratoire Garnier. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihrer Haut in der Sonne deutlich besser schützen. Mit dem neuen Ombre Solaire Photostabil. Klassische UVA-Filter werden durch Sonnenenergie stark abgebaut und lassen deshalb gefährliche UVA-Strahlen tief in die Haut eindringen. Das neue Ombre Solaire Photostabil dagegen bleibt auch im UVA-Bereich praktisch konstant wirksam. Für deutlich mehr Sicherheit gegen Langzeithautschäden und lichtbedingte Zellalterung. Neu! Ombre Solaire Photostabil. Patentierter Schutz von Laboratoire Garnier Paris. Für gesündere Haut in der Sonne. Aufschlag Becker, der erste im dritten Satz. Die Ära von Agassi schien ja eigentlich 93 beendet zu sein, war damals auf Platz 33 in der Weltrangliste abgerutscht. Hatte dann eine nicht risikolose Handgelenksoperation. Weihnachten 93 war das. Politiere hatte sich von ihm getrennt. Franco Segura war eingesprungen als Coach. Und dann trat Brad Gilbert auf den Plan. Und der Aufstieg begann einzigartig eigentlich innerhalb eines Jahres von Platz 30 etwa auf die 1. Agassi hat ja selbst gesagt, er habe durch Brad Gilbert Struktur in sein Leben gekriegt und Struktur auch in sein Spiel. Reicht das heute? Becker mit einem weichen Ass. Frau Barbara mag gar nicht hinschauen. Zittert ja wirklich mit. Schon so in diesem Drama, diesem 4-Stunden-Drama gegen Cedric Pioli. Sie zwischendurch rausgegangen, weil sie es nicht mehr ertragen konnte, die Spannung. Ja, die Returns von Agassi kommen nicht mehr so akkurat, so hart wie zu Beginn der Partie. Ja, beide scheinen so eine kleine schöpferische Pause einzulegen nach diesem dramatischen Geschehen im zweiten Satz.
voll rein in diesen zweiten Aufschlag. Becker marschiert nach vorn. Ja, da lässt er mal dem Amerikaner keine Chance beim Return. Taylor Agassi. Gut gerettet eben von Becker da. Tief in der Defensive auf der Rückhandseite. Die Prozentzahlen für die gewonnenen Punkte beim ersten und zweiten Aufschlag. Ein bisschen planlos manchmal eingestreut von der BBC. Und Doppelfehler Nummer 2. Ganz plötzlich, ich sagte, die beiden wollen sich schon, wahrscheinlich bis Satzmitte spielen, und plötzlich ist die Breakchance da für Becker. Wieder Fehler. Wird gut gegeben. Wieder dieser Linienrichter, ich schätze ihn mal auf 55, nicht im Bild, aber hier unterhalb meiner Box, wurde ja vorhin auch schon von Agassi kritisiert. Vielleicht an der Zeit mal den Herrn auszutauschen. Völlig daneben gegangen. 2-1 Agassi, eine Breakchance gegen sich gehabt. Und wir sind gleich wieder für Sie da. Super Wind und ein heißes Board, das ist es. Ein bisschen Kondition, okay. Aber Spaß muss dabei sein. Und zum Frühstück gibt es Sachen, in denen noch was drinsteckt. Wenn sie richtig schmecken. Wie Nutella. Mit kräftigen Haselnüssen und dem Besten aus der Milch. Da steckt noch was drin und es schmeckt einfach sensationell. Deswegen surfe ich nicht besser. Aber mit Nutella bist du einfach besser drauf. Man schmeckt, was in Nutella steckt. Das Astra Cabrio. Heiße Aussichten. Steffi Graf im Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario. Morgen live ab 15 Uhr. Aber erstmal geht's weiter mit Becker, der sein 9. Halbfinale in Wimbledon spielt. Ich kenne keinen, der hier, jedenfalls nicht in der jüngeren Geschichte, der das geschafft hat. Becker sowieso. Er hat die Geschichte Wimbledons in den letzten 10 Jahren mitgeschrieben. Und heute könnte er ein weiteres Kapitel aufschlagen. Wenn er Agassi, den Weltranglisten ersten, hier schlagen würde und zum 7. Male auch ins Endspiel kommen würde.
Klasse Return. Oh. Hat er natürlich in den letzten 20 Minuten nicht verlernt, der Mann aus Las Vegas. Nimmt den Ball ganz früh. Hier wird es nochmal überdeutlich. Kaum eine Ausholbewegung. 0:30. Ass Nummer 10 von Becker. Im richtigen Moment genau das richtige Rezept. Auf die Linie der Vorhand-Return von Agassi und Brechance. 30-40. Becker macht das Dutzend voll. Ass Nummer 12. Wunderbar. Verteilte Chancen auch. Agassi hat eine Breakchance eben also gehabt. Und ich meine eine absolut ausgeglichene Partie. Es gibt neue Bälle und dann automatisch, das hat er bei Ivan Lendl gelernt, automatisch auch immer einen neuen, einen frisch gespannten Schläger. Ah, hervorragender Angriff von Becker. Agassi. Becker da. Lauern und spielt Longline. Hat Becker ohne Zweifel mit einem Crossball gerechnet. Ah, die beiden fangen wieder mehr an, hier den Schlagabtausch zu suchen. Beide erhöhen das Tempo, den Druck. Ha.
hervorragendes Tennis. Wieder ein hervorragend vorbereiteter Angriff von Becker. Alles richtig, was er macht. Und dennoch wird er ausgekontert von Andre Agassi. 3-2 für den Amerikaner. Gleich mehr aus Wimbledon. Das Schönste auf der Welt ist ein eigenes Zuhause. BHW, der Baufinanzierer. Sensodyne klärt auf. Liegen Zahnhälse frei, sind sie schmerzempfindlich. Es droht Zahnhalskaries. Sensodyne schützt doppelt gegen Schmerzen und Zahnhalskaries. Sensodyne lässt Schmerzen und Karies abblitzen. Have a break. Have a Kit Kat. Während Becker sich zum Aufschlag fertig macht, sehen wir hier Pete Sampras bei der Abreise, will den beiden auf dem Center Court nicht zuschauen, kennt Agassi und Becker anscheinend aus dem FF. Also Sampras ist durch, hat gewonnen gegen Ivanisevic, ist im Finale, hat geduscht, alle Pressekonferenzen, Interviews hinter sich. Diesen beiden steht das alles noch bevor. War guter Aufschlag, aber da will er jetzt diskutieren. Die Maschinen sind ausgestellt und das irritiert Becker, dieses Geklage. 3-2 das Spiel für Becker. Also Becker doch jetzt, das Spiel eben hat es deutlich gemacht, auf die Tube drückend. Becker steuert weitgehend das Spiel, auch Grundlinienduelle. Scheint Agassi, wenn man das Gesicht, glaube ich, richtig interpretiert, doch etwas nachdenklich zu stimmen. Zu eng am Körper geschlagen, diese Vorhand. Thank you.
Doppelfehler, wieder in einer ungünstigen Situation. Der dritte Doppelfehler von Agassi. Wird er kommen? Und Fehler Agassi. Ja, da hat Becker gekämpft. Hat alles zurückgebracht. Und den Punkt hat er sich verdient. Und damit auch das Break. Geht jetzt Richtung Finale, Boris. Wenn nur Peperoni sieht, dann hat er Tomaten auf den Augen. Kodak Gold, der Klick Farbe. Viele sagen zu mir, kein Wunder, dass deine Zähne so weiß sind. Denn man ist ja auch Zahnarzt. Dabei kann jeder weißere Zähne haben. Mit Perlweiß. Perlweiß. Und für Raucher Perlweiß extra. So werden Zähne viel, viel weißer. Wir haben die eine Zeitlupe, diese enorme Laufleistung nochmal für Sie rausgesucht. Becker wird auf der Grundlinie herumgetrieben, rettet hier. Wunderbare Einstellung zwischen Aufschlag von Becker, aber das gucken wir uns natürlich bis zum Ende an. Hier auf der Vorhandseite wird er fast reingetrieben in die Zuschauer. Und dann die Faust. Das erste Break. Da sind wir wieder live da, haben einen Ballwechsel verpasst, aber was macht das? Diese Bilder eben gesehen zu haben. 0:15 heißt es hier bei Aufschlag Becker, 4-3 Führung. Der Hinweis übrigens an die Zuschauer, die jetzt die Nachrichten erwarten, die RTL aktuell News. Der Hinweis im Anschluss an diesen Satz. Gibt es eine Kurzform von Nachrichten und dann sind wir natürlich danach dann wieder live hier in Wimbledon mit der Entscheidung in diesem zweiten Halbfinale für Sie da. Also die Nachrichten, haben Sie Geduld im Anschluss an diesen Satz. 15:30, jetzt nur nicht diesen kostbaren Vorsprung wieder verspielen, Boris. Allein das, was Becker hier bisher gezeigt hat, bei diesem Comeback innerhalb eines Matches, müsste eigentlich allen Respekt abfordern. Die Präzision in den Passierschlägen von Agassi ist weg. Und ein weiterer Satz, Nummer 14. Ah, ein bisschen Bangewein da bei 15:30, aber Becker. Souverän, Becker ist oben auf, führt 5-3 im dritten Satz. Thank you.
Guter Return von Becker und ein leichter Fehler, Agassi. Brooks Shields noch einmal, ihr Großvater übrigens hier, 31 im Finale von Wimbledon. Das einzige Finale, das nicht zu Ende gespielt wurde oder gar nicht gespielt wurde. Denn ihr Großvater Francis Shields musste gegen Verletzung Walkover geben. Also Brooks Shields hat Tennisahnen. Viel Agassi, aber das macht gar nichts. Becker hat 5-4 Führung und gleich Aufschlag. In Duell von Reebok, jetzt im Fachhandel. Brad Gilbert hat sich da demonstrativ erhoben, um seinem Schützling Beifall zu spenden, ihn zu ermuntern, sich reinzuhängen. Aber zahlenmäßig Tendenz Becker. Wenn er diesen Aufschlag durchbringt, dann führt er 2-1 in den Sätzen. Besinnt sich Agassi gerade jetzt wieder auf seine Stärken? Yep.
14-15. Becker, wie er will. Haas Nummer 15, 40-15. Und Barbara mag mal wieder hinschauen. Becker hat zweimal Ersatzball. Von Agassi. Becker auf der falschen Spur. Satzball abgewehrt. Folgt Nummer 2. Und mit dem zweiten. Das Yes sagt alles. Becker macht das 1-2-6. 1-4 im zweiten. Eine 2-1 Satzführung. 6-4 für Becker. Dieser dritte Satz, knapp 2 Stunden gespielt. Ich hatte es angedeutet, es gibt nach diesem Satz die Nachrichten in Kurzform. Da gehen wir auch ganz schnell zu Michael K., um schnell wieder hier zu sein und dann den weiteren Verlauf mitverfolgen zu können. Haftbefehl. Polizei nimmt einen der mutmaßlichen Berliner Tunnelgangster fest. Fütti. Ganz Berlin schaut zu, wie am Reichstag die Hüllen fallen. Sportsieg. Erik Zabel gewinnt die 6. Etappe der Tour de France. Guten Abend, willkommen zu RTL Aktuell, für unsere Tennisfans auch heute wieder in einer gekürzten Ausgabe. 9 Tage nach der Geiselnahme in einer Bank in Berlin-Zehlendorf hat die Polizei einen ersten Tatverdächtigen verhaftet. Sie erinnern sich, die 4 Bankräuber hatten 16 Menschen als Geiseln genommen, mehr als 5 Millionen Mark erbeutet und waren dann in einem selbstgegrabenen Tunnel entkommen. Von einer relativ heißen Spur spricht die Polizei und diese Verhaftung heute könnte auch zu den 3 weiteren Gangstern führen. Unser Reporter Thomas Bräkel ist an dem Fall dran. Thomas, was weiß man von diesem Verdächtigen und wie ist die Polizei ihm auf die Spur gekommen? Ja, merkwürdigerweise nicht durch die zahlreichen Hinweise, die die Geiselgangster ja selbst in ihrem Fluchttunnel zurückgelassen hatten. Dort fand man ja ein Skateboard, Cola-Dosen und ihre Overalls. Nein, dieser heute Morgen festgenommene Mann ist einer der Vormieter in der Garage, wo der Fluchttunnel endete. Und in dieser Eigenschaft wurde er heute Morgen als Zeuge vorgeladen bei der Polizei. Und dort hatte man auf einmal einen dringenden Tatverdacht aufgrund seiner Aussagen und hat ihn dann in diesem Moment festgenommen. Er bestreitet die Tat und sein Anwalt Nicolas Becker ist auch recht kritisch gegenüber diesem ersten Ermittlungserfolg der Polizei. Das hat er meinem Kollegen Carsten Heide soeben vor dem RTL-Mikrofon bestätigt. Ich denke, dass die Vorwürfe sehr dünn sind. Die Tatsache, dass die Richterin, die die Akten schon ziemlich lange heute vor sich hatte, dann nochmal nach unserer Diskussion mit der Staatsanwaltschaft über eine halbe Stunde brauchte, um sich schlüssig zu werden, ob sie einen Haftbefehl erlassen soll oder nicht, zeigt, dass die Sache sehr auf der Kippe stand. Nun sitzt der Verdächtige erstmal in der Untersuchungshaftanstalt Berlin-Moabit ein. Der Erfolgsdruck der Polizei ist groß, denn mit der unbemerkten Flucht durch den selbstgebauten Tunnel, der in einer nahegelegenen Garage endete, haben die Geiselgangster die Berliner Polizei zum Gespött der Öffentlichkeit gemacht. Gerade deshalb, Thomas, hatte ja die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe gebeten bei der Aufklärung. Jetzt mauert die Polizei. Warum eigentlich? Ja, man kann davon ausgehen, dass sie wirklich an einer richtig heißen Fährte dran sind, dass also jetzt auch zum Beispiel vielleicht sogar einige andere der Beteiligten, der Tatbeteiligten sogar schon überwacht werden. Man weiß es nicht genau, aber diese Gerüchte hört man immer wieder und man ist natürlich vorsichtig, um keinen zu warnen. Aber ich denke mal, in den nächsten paar Tagen, das ist immer so, wenn die Polizei richtig dicht macht mit Informationen, wird es vielleicht die ein oder andere Erfolgsmeldung noch geben. Und Sie bleiben für uns an dem Fall natürlich dran. Dankeschön, Thomas Bräkel nach Berlin.
Wir bleiben in der Hauptstadt. 2 Wochen lang hatte ihn Verpackungskünstler Christo in ein silbrig glänzendes Gewand gekleidet. Ab heute lässt der Berliner Reichstag seine Hüllen wieder fallen. 5 Millionen Menschen waren insgesamt gekommen, um das ursprünglich so umstrittene Kunstspektakel zu bestaunen und anzufassen. Auch der Abschied in der vergangenen Nacht wurde zu einem riesigen Volksfest. Uli Oppold war für uns dabei. Es war ein Sommernachtstraum in Berlin vor dem Reichstag, der für mehr als 100.000 Menschen in Erfüllung ging. Sie tranken auf Christus Kunst, auf Jean-Claude und auf sich selbst und machten durch bis in die frühen Morgenstunden. 6 Uhr, der Trompeter bläst zum Auspacken. Der Rasen vor dem Reichstag hat gelitten. Kunstliebhaber träumen von den vergangenen 14 Tagen im Christofieber, von überraschenden Besuchen und leidenschaftlichen Begegnungen, von verrückten Darstellern und Verhüllungen anderer Art, von albernen Touristen in Alufolie und von Radfahrern, die ganz vergessen haben, die Hüllen fallen zu lassen. Dann die Ouvertüre zur Enthüllung. 45 Kletterer und 60 Monteure machen sich an die Arbeit, trennen die Stoffbahnen und lassen sie herunter. Bis Sonntag wollen sie mit der Arbeit fertig sein. Christo und Jean-Claude verabschieden sich schon heute aus Berlin. Ausgepackt wird ohne sie. Diesen Eindruck ihres Kunstwerks nehmen sie mit nach New York. Schon in der kommenden Woche wird der Reichstag wieder in seiner gewohnten Fassade zu sehen sein. Der Stoff, aus dem die Berliner Sommernachtsträume gewebt sind, kommt in den Reißwolf. Eine Entsorgungsfirma in Gronau wird Isoliermatten daraus herstellen. Keine Kunst. Darauf haben Christo und Jean-Claude zuvor bestanden. Zweiter Tag des Polenbesuchs von Bundeskanzler Kohl. Präsident Wałęsa dankte den Deutschen für dessen Hilfe bei der Annäherung Polens an den Westen. Doch beide Politiker wissen, dass es den Polen in Wirklichkeit viel zu langsam geht. Und so ist vorerst nur Platz für vage Versprechungen. Gerhard Hofmann hat den Kanzler heute in Warschau begleitet. Helmut Kohl auf den Spuren der Vergangenheit. Das Grabmal des unbekannten Soldaten in Warschau ist ein Überrest des Schlosses von August dem Starken. Es wurde im Ersten Weltkrieg fast vollständig zerstört. Geblieben ist nur der Sächsische Park. So recht nach Kohls Begriff von der Politik als menschlicher Begegnung das Gespräch mit dem Arbeiter auf dem Präsidentenstuhl, Lech Wałęsa. Die Themen EU- und NATO-Beitritt. Schon jetzt soll es jährliche Konsultationen der Regierungen geben, wie mit Frankreich. Und noch ein Thema. Jetzt geht es um die Geschäfte und das bare Geld. Und da sind Sie als Pragmatiker, wie auch ich, daran interessiert, dass das gut funktioniert. Im pompösen Barockschloss segnet der Kanzler zu diesem Zweck die neue deutsch-polnische Handelskammer ab. Erste Projekte sind angeblich bereits spruchreif. Dann wieder Vergangenheit, die aber auf dem Weg in eine gute Zukunft. Gespräche mit der deutschen Minderheit, die ist ohne ernsthafte Probleme, wenn auch mit vielen Wünschen. Willkommen zu den Kurznachrichten im Überblick. Frankfurt am Main. Hessen hat zum zweiten Mal in diesem Sommer Ozonalarm ausgerufen. Bei Temperaturen über 30 Grad stiegen die Ozonwerte im Taunus auf einen Rekordwert, 275 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Auch Rheinland-Pfalz und Niedersachsen verhängten inzwischen ein freiwilliges Tempolimit. Eine Entwarnung wird es zum Wochenende wahrscheinlich nicht geben. Bis dahin gilt Tempo 90 auf Autobahnen. Lager Lechfeld. Verteidigungsminister Volker Rühe hat seine Rundreise zu den deutschen Bosnien-Einsatztruppen in Bayern abgeschlossen. Von Lager Lechfeld aus werden 8 ECR-Tornados nach Italien verlegt, die serbische Raketenstellungen bekämpfen können. Bis Ende Juli wird das Geschwader für einen möglichen Bosnien-Einsatz bereit sein. Hanau. Siemens und die deutschen Kraftwerksbetreiber geben die Plutoniumverarbeitung im Hanauer Brennelementewerk auf. Die Vorgaben der rot-grünen Regierung in Hessen hätten es unmöglich gemacht, das Werk in Betrieb zu nehmen. Siemens hatte zuletzt noch darauf gehofft, russisches Waffenplutonium in dem Werk zu Brennelementen verarbeiten zu können. Doch Russland hat dem inzwischen eine Absage erteilt. Cap Canaveral. Die amerikanische Raumfähre Atlantis ist nach 10 Tagen im Weltall sicher zur Erde zurückgekehrt. Pünktlich um 16.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit landete sie auf dem Gelände des Kennedy Space Center in Florida. Die Mission der Atlantis war eine Weltallpremiere. Zum ersten Mal hatte die Fähre an die russische Raumstation Mir angedockt. Hier noch eine Information für alle Tennisfans. In Wimbledon steht es zurzeit zwischen Boris Becker und Andre Agassi im 4. Satz 1:0 für Agassi. Allerdings führt Boris Becker ja glücklicherweise mit 2:1 Sätzen.
Das Hochwasser in China hat sich zu einer der schlimmsten Katastrophen in diesem Jahrhundert ausgeweitet. Fast 1200 Tote und mehr als 1,3 Millionen Obdachlose sind die Opfer der Überschwemmungen. Und glaubt man den Meteorologen, dann wird sich die Situation auch noch verschlimmern. Die Fluten haben bisher fast 1 Million Häuser zerstört oder beschädigt. Die Ernte auf einer Fläche so groß wie ganz Bayern wird in diesem Jahr ausfallen. Verzweifelt versuchen die Menschen, die Wassermassen aufzuhalten. Doch fast immer bleibt es bei Versuchen. Die Behörden waren auf das zu erwartende Hochwasser schlecht vorbereitet. In der Provinz Hunan mussten 300.000 Menschen von den Fluten in ihren Häusern eingeschlossen über 50 Stunden auf ihre Rettung warten. 5 Millionen Soldaten sind inzwischen im Katastrophengebiet. Doch auch sie haben keinerlei Chance, die Fluten zu stoppen. Obwohl die Regenfälle in den vergangenen Tagen etwas nachgelassen haben, steigen die Wasserstände weiter an. Frankreich gerät wegen seiner geplanten Atomtests im Südpazifik international immer mehr unter Druck. Auch Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben Paris jetzt aufgefordert, auf neue Tests zu verzichten. Das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior 2 wird am Wochenende das Testgebiet im Mururoa-Atoll erreichen. Ein Militärsprecher drohte, Frankreich werde gegen jeden vorgehen, der unerlaubt in eine Sperrzone um das Testgebiet eindringe. Noch kurz zum Sport. Zweimal ist der haarscharf am Tagessieg der Tour de France vorbeigefahren. Heute hat es endlich geklappt. Der Berliner Radprofi Erik Zabel vom Team Telekom gewann die 6. Etappe von Dünkirchen nach Charleroi. Und damit ist die schwarze Serie der deutschen Radprofis wohl endgültig vorbei. Vielleicht wandelt da einer beschwingt auf den Spuren von Rudi Altig und Dietrich Thurau. Erik Zabel und das auch noch an seinem 25. Geburtstag. 200 Kilometer in den Beinen, 200 Meter vor dem Ziel im belgischen Charleroi. Für Telekom-Fahrer Erik Zabel geht die Post am besten ab. Der erste Sieg für einen der besten Sprinter der Welt, vor dem Franzosen Jalabert und dem Usbeken Abdushaparov. Neuer Träger des gelben Trikots ist der Däne Bjarne Riis. Schon in aller Frühe war es heute in Köln so schön, dass Christian Hecke kurz entschlossen sein Auto stehen ließ und mit dem Radl zur Arbeit kam. Und die Aussichten sind so genial, dass man das auch ohne Probleme in den nächsten Wochen tun kann. Schönes Wetter soll man aber nicht plattreden, sondern in seiner schönsten Form zeigen. Hinter mir schon der Satellitenfilm, auf dem sich die Wolkenfelder immer mehr auflösen. Tagsüber wurden sie ersetzt durch kleine, harmlose Quellwolken. Was wir hier nicht sehen, das ist der Dunst, der heute noch verbreitet über dem Land lag und auch morgen wieder liegt. Dazu gibt es in der Osthälfte fast Sonne pur. Im Westen bauen sich ein paar dickere Quellwolken in den Himmel. Gegen Abend besteht im äußersten Südwesten ein Mini-Gewitterrisiko. Dafür aber das Hitze- und Ozonrisiko umso größer. Mit der Sonne und den Spitzenwerten von mehr als 30 Grad steigen die Ozonkonzentrationen langsam, aber umso sicherer weiter an. Wenig Änderung am Sonntag, die Quellwolken werden noch kleiner und seltener. Die Sonne hat vielerorts einen Solo-Auftritt am Himmel. Temperaturen bis 33 Grad, sehr, sehr angenehm dagegen an den Küsten, vor allem an der Ostsee kühlt eine Brise aus Ost-Nordost. Die weiteren Aussichten, Sie sehen selber, ohne Worte. Mit diesem Wetter kann ich Sie auch beruhigt alleine lassen. Ich verziehe mich in den Urlaub. Servus und auf Wiedersehen in 2 Wochen. Ja, schöne Bahnfahrt und schönen Urlaub, Christian Hecke. Das war es auch schon von uns beiden hier aus der Nachrichtenredaktion. Wir gehen sofort zurück zu Uli Potowski nach Wimbledon. Ja, und hier drohte ein Break gegen Boris Becker im 4. Satz. Alles andere von Gerd Schepanski. Wir sind im 2. Spiel des 4. Satzes. Da haben wir es eingeblendet. Agassi 1-0 Führung, aber 1-2 Sätze zurück. Und bei Aufschlag Becker hieß es eben 15-40. Aber unter anderem mit einem Ass Becker jetzt im Spiel Vorteil. Spielball zum 1-1. Game 1-1 also. Die beiden ersten Spiele dieses 4. Satzes hatten es in sich. Das Aufschlagspiel von Agassi, das ganz kurz im Zeitraffer, dauerte 7 Minuten. Becker hatte 4 Breakchancen, unter anderem bei 15-40. Dann der 3. Spielball endlich für Agassi, 1-0 Führung. Becker plötzlich selbst bei Aufschlag 15-40 konnte diese beiden Breakchancen ereiteln. Also nach verteilten Chancen, auch in diesem ersten Teil des 4. Satzes. Ausgleich 1-1. Oh. Nicht, dass er wieder damit anfängt.
Aber man muss natürlich objektiv sein und sagen, das ist allererste Wahl, was Agassi spielt. Das wollte Becker ihm nachmachen. Zwei Stunden und 7 Minuten inzwischen gespielt. So langsam kommt der Schatten der Westtribüne auf den Platz. Unangenehm für beide dann in etwa 10, 15 Minuten, wenn der Schatten so halb auf dem Center Court liegt. Vorsieger. Gutes Aufschlagspiel, diesmal sicher 2-0. Andre Agassi, 2-1 in den Sätzen Becker, 2-1 im vierten Agassi. Zähne sind nicht flach, sie sind dreidimensional. Deshalb hat die neue Colgate Total erstens kurze Borsten für die Zahnoberflächen, zweitens lange für die Zahnzwischenräume und drittens schrägstehende Borsten, die schonend Plack am Zahnfleischrand entfernen. Die neue Colgate Total. Schlägt Zähne und Zahnfleisch dreidimensional. Ihre empfindliche Haut ist ziemlich verwöhnt. Sie will reine Wirkstoffe. Krombacher, eine Perle der Natur. Steffi Graf im Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario. Morgen live ab 15 Uhr. So wie ich hier vor dieser Partie meine Prognose abgegeben habe, 70-30 zugunsten von Agassi. So sage ich auch mal vor dem Damenfinale morgen 90-10. Zugunsten von Steffi Graf. Das schauen wir uns natürlich auch erstmal an. Man weiß ja nie. Becker 1-2. Souverän gespielt, dieser Ballwechsel von Becker. 15 Mal. Keine Chance zu agieren, er kann nur reagieren, der Amerikaner. Pizzino. Übrigens Becker heute vor diesem Halbfinaltag bei den englischen Buchmachern nur vierter Favorit auf den Anwartschaft auf den Titel. Sampras vor Agassi. Entschuldigung, Agassi vor Sampras. Ivanisevic noch vor Becker. Gab heute Morgen noch 9-1 auf Sieg Becker. 15-30. Hier ist Becker gestellt. Das ist inzwischen das Ass Nummer 18. Das ist immer beruhigend zu wissen, wenn Becker mal etwas in Not ist, wenn er dann so ein Ass rauspulen kann. Oh!
30-40. Das wäre jetzt mal wieder der Fall. Jetzt könnte ein Ass helfen. Breakchance. Magazine. Hin, weiß, dass Becker diesen Punkt macht. Einstand. Advantage Becker. Nummer 19. Und Spielball zum 2-2. Becker, Breakchance abgewehrt, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und damit also das 2-2. Neuer Schläger. Na, jetzt muss er sich beeilen. Aber ich glaube, Mike Morrissey guckt nicht so genau auf die Uhr. Ich kann den Satz mal wieder loswerden. So langsam spitzt es sich zu. Unglaubliche Länge in den Stegen von Becker. Diese Rückhand eben genau hinten auf die Linie. 0,30. Und 0,40. Drei Breakchancen für Becker in Folge. Thank you. Grundlinienduell und dann kommt Agassi da herangeflogen, wehrt die erste Breakchance ab, die zweite folgt. Sagen, Respekt in dieser für ihn ungemein kritischen Situation holt sich der Amerikaner da erst einmal raus. Aus 0,40 macht Agassi, der es plötzlich wieder eilig hat. Das Spiel hat das 50 erstmal vermeiden können.
3-2 seine Führung im vierten Satz. Mir fehlen zwei Zähne. Sportunfall. Für meine Teiltritten habe ich die ideale Pflege entdeckt. Correga Park, den Reiniger für Paarzellen Zahnersatz aus zwei Materialien. Correga Park, reinigt den Zahnpart, schont den Metallpart. Ich fühle mich gepflegt. Correga Park, reinigt Zahnteile, schont Metall. German Vice Spencer. Have a break. Have a Kit Kat. Die Leute in Deutschland lieben dein Paella-Rezept. Aquí en España también. Tengo mucho trabajo. Ich rufe dich zurück. Adiós, amigo. Comprendido? Paella von Frosta. Frosta ist für alle da. Na, wir wollen nur hoffen, dass sich das jetzt nicht rächt. Boris Becker hat dreimal im Verlauf dieser Partie eine Breakchance nutzen können. Aber bereits 13 gespielte weitere Breakchancen nicht genutzt. Eben 0,40. Aber am besten vergessen. Alles in der Reihe. 2, 3 und Aufschlag. Doppelfehler. Der erste bei Becker seit geraumer Zeit. Die ersten vier der jetzt sechs Doppelfehler waren in der Anfangsphase. Und der ist draußen. 15-0. Sieben Breakchancen hat Becker in diesem vierten Satz gehabt und ärgert die drei. Und noch sind wir ohne Break. Ein weiterer Passierschlag, der 11. von Agassi. Hat Becker gar keine Zeit zu reagieren. Und sich beide. Ja, den wollte Becker haben. Und da musste er sich lang machen. Diese Flugnummern, die Eleganz ist vielleicht nicht dabei, aber es gibt auch keine Haltungsnoten hier. Effektiv muss es sein. Spielball zum 3-Beide. Becker spürt wieder, dass Agassi und seine Returnschläge, dass die Schläge wieder härter kommen, genauer kommen. Also mehr Risikobereitschaft auch beim zweiten Aufschlag. Das wird gefährlich. Das lässt Agassi sich nicht nehmen. Advantage Agassi.
Becker sehr aufmerksam. Schwierig für beide jetzt zu spielen. Wenn Sie die Totale sehen, der Ball doch ewig im Transit, im Übergang vom Schatten ins Licht. Game Becker. Spiel Becker, Breakchance überstanden, 3, beide. Three games all. Zwei Stunden, 23 Minuten gespielt. So langsam wächst der Druck, vor allen Dingen bei Agassi. Ah, der Boden ramponiert, natürlich auf beiden Seiten des Netzes. Darüber sollte man nicht lamentieren jetzt. Es so hinnehmen, wie es ist. 30-15. Von Volley, André Agassi, der immerhin, was sagt der Computer, 22 Ausflüge ans Netz gemacht hat, 18 Mal den Punkt dabei geholt hat. Das war natürlich erneut ein Zauberball von André Agassi, der mit 4-3 in diesen vierten Satz führt. Von Restaurante. Cremiges Eis. Schmeckt wie beim Italiener. Das Eis von Restaurante. Steffi Graf im Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario. Morgen live ab 15 Uhr. Und hier wird nach. Gegner für Pete Sampras am Sonntag gesucht. Die Gegner im Herren-Einzelfinale. Becker oder Agassi. Becher zweiter Aufschlag. Auch der auf die Linie von Becker. Recht für ihn. Auch der Rückhandvolley auf die Linie gesetzt, gerade noch dran. Er hatte so ein bisschen Drall nach draußen, aber das ging gut.
der Ball hinter einer Reihe von Fotografen verschwunden. Jetzt ist er wieder da. Becker 30-0. Und achter Doppelfehler. Unangenehm hier jetzt zu servieren. Der Becker, schauen Sie sich mal das genau an. Er guckt noch genau beim Aufschlag in die gleißende Sonnenlicht. Eine Taube auf dem Platz gewesen, dreht jetzt hier ihre Runde und landet wahrscheinlich wieder auf dem Platz. Das stört natürlich. Macht eine Brieftaube. Welche Botschaft? Naja, viele Jahre hatten wir hier Bachdelten, die genistet haben. Jetzt Becker, zurück zur Sache. 30 beide. Da kommt Agassi ran. Becker passt auf. Gott sei Dank. Da läuft Agassi bereits los, ehe Becker den Ball überhaupt gespielt hat. Klasse Return. Ja, aber Becker muss der erste Aufschlag, kommen. Diesen zweiten macht er jetzt wie zu Beginn der Partie, was er will. Aus. Da war Becker erneut gestellt. Glück für den Deutschen. Keine Frage. Agassi bringt sich mit seinen wieder fast 100%igen Aufschlag-Returns ins Spielgeschehen zurück. Wieder ein Stand. Also jetzt ein Break kassieren.
Dann sehe ich uns im fünften Satz hier in diesem zweiten Halbfinale. Alle anderen Spiele, die hier noch stattfinden sollten, Herren Doppel, alles bereits auf andere Plätze verlegt. Breakchance Agus. Becker ballt die Faust und Agassi schüttelt den Kopf, der war nämlich draußen. Schau sich das Gesicht von Becker an. Halbvolley springt hoch ab. Agassi kann es sich im Grunde aussuchen. Passiert Becker auch. Und der Ball ist draußen. Einstand. Und wieder Doppelfille, der zehnte und wieder Vorteil Agassi, Breakchance. Auch Becker weiß, was hier angesagt wäre, wenn er jetzt ein Aufschlagspiel verlieren würde. Seinem zehnten Doppelfehler lässt er Herz Nummer 20 folgen. Das sind die Big Points. Die hat Becker bisher hier und heute ganz gut gespielt. Becker zieht sich daraus. Er will keinen fünften Satz mehr spielen. Wehrt zwei Breakchancen ab. Eine mit Glück durch Fehler Agassi. Die zweite mit dem Ass. 4-4. So. Thank you. Agassi ist dran. 15. Auf die Linie serviert. Becker schlecht reagiert. Brad Gilbert übt mit seinem Sohn Zaharias Schnürsenkelknoten. 14-15. Viel Agassi
ohne weitere größere Probleme. Der Amerikaner führt 5-4 und gleich dann wieder Becker beim Aufschlag. Na, was sehe ich denn da? Hat er denn auch einen Airbag? Ja, sicher hat er den. Los, einsteigen. Hier? Oh Mann, ist der wendig. Ja, auf beiden Aufprallschutz. Auf beiden Seiten? Ja, ja, und er hat auch ABS und richtige Ventile. Oh, komfortabel und geräumig und ziemlich runde Form. Die kaufe ich meinem Mann. Aber du hast doch schon ein tolles Auto. Der Micra. Er kann, sie kann, Nissan. Tja, wenn Ihr Film nur Pepperoni sieht, dann hat er Tomaten auf den Augen. Kodak Gold, der Klickfarbe. Ach, ich hab ihn ja so richtig lieb gewonnen. Gewinnen können auch Sie den Micra beim großen Gewinnspiel. Jetzt bei Nissan. Der Micra, er kann, sie kann, Nissan. Nach wie vor volles Haus. Natürlich ist keiner nach Hause gegangen. Zwei-Einsatz für uns. Becker 4-5 im vierten und Aufschlag. Ganz auf Nummer sicher geht Becker da. 15. Becker hat sich gut eingestellt auf diese nach wie vor hervorragenden Passierschläge. Im letzten Moment, Becker ist noch gerade dran. Ja. Gut, dass Becker da nicht auf Agassi geachtet hat, sondern den Ball im Auge behalten hat. Die Bälle zum 5-Beide. Da fehlte wieder nicht viel. Becker noch 3-4 Meter vom Ball entfernt, aber etwas zu hektisch in dieser Phase ärgert sie. Die junge Dame sagte erst Fehler, korrigiert sich selbst und Mike Morrissey sagt, der Ball war draußen, bleibt bei Fehler. Punkt für Becker.
Notlob auf der Linie und er, Agassi, ein bisschen aufgebracht, fühlt sich missverstanden von Mike Morrissey. 0:15. Hier können sich jetzt die Ereignisse überschlagen. Das war nicht so sehr der Platz, da war Becker auch ein bisschen hektisch, wollte Chip and Charge spielen. Ob 0:30 oder 30 beide. Die Entfernung zum Break ist genauso weit. Oh! Agassi hängt sich rein. Vorher ein bisschen auch von der Rolle gekommen durch einen Platzfehler der Amerikaner. Also das hat er gut korrigiert. Raus. Ein bisschen Hoffnung war da auf einen Break, aber Agassi letztendlich souverän zum 6:5 im vierten Satz. Und das alte Spiel gleich ist wieder Boris Becker gefragt. Agassi leads 6-5. Der schnelle Dreh für Ihre Dritten, Ihre Zahnbürste und Correga 1 Minute Hygieneschaum. Reinigt, wirkt antibakteriell und macht Mint frisch. Correga 1 Minute Hygieneschaum. Alles sauber, alles frisch. Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario. Morgen live ab 15 Uhr. Agassi eben in einem leisen Gespräch während des gesamten Seitenwechsels mit Mike Morrissey hat ihm gesagt, wie kannst du dich in solche Dinge einmischen? Du hast wohl nie einen Schläger in der Hand gehabt, nie selbst Tennis gespielt. Ich habe da hinten eine ganze Tasche voll mit Schlägern. Kannst du nachher einen nehmen, kannst selbst mal ein bisschen üben. Also etwas witzig, vielleicht auch Schiedsrichter verhöhnend. Agassi.
16-0. Jetzt steht Agassi wieder drüben auf dieser ungünstigen Seite, wo für ihn im letzten Moment erst der Ball aus dem Schattenbereich heraustreten wird. Sicherlich ein Vorteil für Becker. Umso besser dieser Return von Andre Agassi. 15-13. Agassi, 2 Punkte vom 5. Satz entfernt. Auftrag wird gut gegeben. Agassi will es nicht wahrhaben. Statt zweitem Aufschlag. Ah, jetzt sagt er, das ist ihm jetzt zu viel. Das muss der Schiedsrichter sehen, wenn es denn ein Fehler war, und das korrigieren. So heißt das Spielball. Becker zum Tiebreak. Spiel Becker und Tiebreak, 4. Satz. Keine Aufschlagverluste in diesem 4. Satz. Becker hatte 7 Breakchancen, Agassi 6. Keine wurde genutzt. Also der Brecher des Gleichstands, Tiebreak. Erste Tiebreak-Spiel, das im 2. Satz ging an Becker mit 7-1. Der guckt herüber. Aber Becker war da. 2-0. 2-0, Becker. Und auf der Linie. 3-0, Führung Becker. Ich glaube, Becker nimmt nichts mehr wahr, nur noch seinen Gegner und den Ball. Erster Punkt für Agassi. Becker da wieder am Rande des Rasens ausgerutscht. Nichts passiert, aber halt die Hand. Das Schmutzige, wenn wir die Szene noch mal sehen. Da rutscht er weg. Da war nämlich noch Rasen da hinten. Ja! Nicht hart, aber exakter Aufschlag, und Becker mehr aus seiner Verlegenheit heraus mit der Vorhand passierte Agassi. 4-1 Becker und 2 Aufschläge. Ich sage einfach mal, auch wenn Barbara Becker da nicht hinschaut, das muss man gesehen haben. Pass Nummer 22. 5-1 Becker. 6 Punkte gespielt, Seitenwechsel. Und das lesen wir im Gesicht von Agassi.
Ist er durch mit der Schicht? Mit der Wimbledon-Schicht 95? Becker kann sich Matchbälle besorgen, hat noch einen Aufschlag. Four, please. Four, please. Thank you. Becker ist fast im Ziel. Fünfmal Matchball Becker, das bedeutet diese 6-1-Führung, auch wenn jetzt erst einmal Agassi zweimal Aufschlag hat. Erster Matchball. Jetzt spät, sehr spät als Fehler gegeben. Die Partie ist vorbei. Kaum zu glauben. Becker steht im Finale. Am Ende ein entnervter Andre Agassi. Aber es waren nicht die Schiedsrichterentscheidungen, die Linienrichterentscheidungen. Es war Becker, der hier dieses Spiel mit einstündiger Verspätung übernommen hat und dann nach Hause gefahren hat. 2 Stunden und 55 Minuten. Becker in 4 Sätzen nach 2-6 und 1-4 Rückstand. Da waren 50 Minuten gespielt. Das wollen wir nicht vergessen. Da war vorgeführt worden von einem nahezu unmenschlich spielenden, unmenschlich gut spielenden Andre Agassi. Und dann der große Wandel bei Becker. Er hat nicht geflucht, er hat nicht die Nerven verloren. Er ist ins Spiel gekommen. Und jetzt Gaben ans Publikum. Und Becker also steht erneut im Finale von Wimbledon zum 7. Mal. Wer hätte das gedacht? Ich hatte ihm eine kleine Chance gegeben gegen Agassi, die Nummer 1 in der Welt. Aber das Publikum ist aufgestanden, applaudiert beiden. Und Becker vielleicht doch nochmal nach 10 Jahren heute, am 10. Jahrestag seines ersten Wimbledon-Sieges, vielleicht doch noch einmal mit einem Titel am Sonntag gegen Tsitsipas im Finale. Becker wäre der Erste in der Geschichte dieses Turniers, dem 10 Jahre nach seinem ersten Erfolg ein solcher Sieg noch einmal gelingen würde. Also Begeisterung allenthalben, ein Riesenspiel von Becker, noch einmal der Jubel des dreifachen Champions hier, Becker im Finale gegen Sampras, gleich Uli im Studio. An der Reihe. Ich freue mich riesig auf das Match. Ich denke, Sie auch. Wolfgang Wild, unser Mann in Cincinnati. Bitte schön. Das ATP-Turnier Cincinnati wird Ihnen präsentiert von Sensodyne, der Zahncreme für schmerzempfindliche Zähne. Hallo und herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde, hier auf dem Center Court in Cincinnati an einem sehr, sehr heißen Tag. 34 Grad Celsius, momentan eine kleine Wolke über der Anlage, aber diese Temperatur, das ist nicht das Schlimmste am heutigen Tag, möchte ich mal sagen. Enorm hohe Luftfeuchtigkeit hier und das macht es da unten auf dem Platz, wo fast kein Wind weht, zu einer echten Qual. Ein paar Minuten haben wir noch, bis dieses zweite Viertelfinalspiel des heutigen Tages losgeht zwischen Pete Sampras und Michael Stich. Da sehen wir die derzeitigen Abstände in der ATP-Weltrangliste. 1016 Punkte hat der Vorsprung in Agassi auf Pete Sampras auf den Weltranglisten Zweiten. Der Herbert Steffi hat es ja angesprochen, das letzte Aufeinandertreffen der beiden, Michael Stich und Pete Sampras. Vor 2 Wochen war es. Und da war er nicht ganz zufrieden mit sich, Michael Stich. Hatte allerbeste Chancen, zumindest den ersten Satz zu gewinnen, wenn nicht mehr, hat sich danach doch sehr, sehr kritisch über seine eigene Leistung geäußert, hat gesagt, nicht Pete Sampras hat diese Partie gewonnen, ich habe sie verloren. Mal sehen, ob er es heute besser macht. Pünktlich geht's los, dieses Viertelfinalspiel. Michael Stich serviert.